Fridays for Future und Greta Thunberg könnten schon längst am Ziel sein. Gerade eben, ihr seht es auf dem Bildschirm vor euch, habe ich mit der Deutschen Friedensbewegung, einer ganz fantastischen Vertreterin der Deutschen Friedensbewegung, ein 80 Minuten, 78 Minuten, genau genommen eine Stunde, 18 Minuten, 78-minütiges Gespräch über die Zukunft Deutschlands und der Welt, einer friedlichen und einer Beendigung des kapitalistischen, des Raubtierkapitalismus deutschlandweit und weltweit besprochen, wie der also der System Change, wenn das System, wie Greta sagte, wenn das System es nicht ermöglicht, dass wir menschenfreundlich handeln, dann müssen wir halt das System reformieren. Und die Scientists for Future 2 haben ja das Komplettprogramm dafür, nicht nur Deutschland zu reformieren, sondern auch jeden anderen Staat der Erde und eine gesamte neue Weltordnung in Gang zu treten sozusagen oder auszulösen. Und also die Professoren, die ich mal so als die neuen Galileis bezeichnen würde, die jetzt also nach Kopernikus, Kepler, Galileo und so weiter. Ja, also eine Stunde, 18 Minuten Gespräch mit der Deutschen Friedensbewegung in der Hoffnung, dass die jetzt es schaffen, Fridays for Future zu überzeugen, endlich zu kooperieren mit denjenigen, mit den Scientists for Future 2, die es können und die all den Wandel, 900 Milliarden fürs Klima, Kohlestopp 26 und all den Wandel Realität werden lassen können, wenn Fridays for Future das möchte. Na, und so weiter. Dann nächster Hinweis hier, das Gespräch hier, 2 Stunden 32 Minuten hier. 2 Stunden 32 Minuten, das ist genau 152 Minuten Gesprächszeit. Da hat ein Fridays for Future Orga-Team Mitglied, ein junger Mann aus einer bayerischen Großstadt angerufen, und zwar auf Anregung einer Partei, die mit den Scientists for Future 2 gerne koalieren möchte sozusagen. Angerufen und wollte erst nur 15 Minuten sprechen und hat dann aber 152 Minuten gesprochen über wie eben die Scientists for Future 2 eben im Prinzip alle Ziele der Fridays for Future Bewegung Realität werden lassen können. So, jetzt gehe ich nochmal zurück hier auf das, was ich eben gerade angesprochen hatte. Ich bin ja hier. Das ist hier Friedensbewegung haben wir hier, aber ich will jetzt hier drauf. Wir googeln also wieder wie immer Scientists for Future 2 zum Beispiel können wir googeln. Zwei I's also am Ende und gehen hier auf Google nach und haben die Homepage, gehen auf Rat der Weisen, Start gleich als die erste Homepage. Haben dann hier, gehen auf die Sammlung wichtiger Links, das ist vielleicht der schnellste Weg, direkt alles vor sich zu haben, so die Palette. Und dann gehen wir doch mal zum Beispiel auf die Professorinnen, weil ich habe es ja eben angedeutet, Galileis, wieso Galileis, wie kommen wir darauf? Also, liebe Leute, Wissenschaft, was ist eigentlich Wissenschaft? Listen to the science, skandiert, sagt Greta, ja. Und hören Sie auf die Wissenschaft, hört auf die Wissenschaft. Nur was jetzt fehlt, ist, dass Fridays for Future wirklich auf die Wissenschaft hört. Und was ist denn die Wissenschaft? Ja? Wissenschaft ist ein ganz vielfältiges Gebilde von reichend von Pseudowissenschaftlern über bezahlten Wissenschaftlern, gekauften Wissenschaftlern, kapitalistischen Pseudowissenschaftlern und so weiter, bis hin zu den echten Wissenschaftlern. Und was ist eigentlich mit den echten Wissenschaftlern? Und um die geht es halt. Und wenn Sie jetzt mal hier gerade schauen, hier,
wie funktionieren Sonnensystem und Universum? Es hat sich herausgestellt, dass es eigentlich immer nur kleine Gruppen an Leuten sind. Hier die Gruppe, wahrscheinlich eine Gruppe rund um Kopernikus, eine Gruppe rund um Kepler und rund um Galilei. Bei Darwin weiß man, ein kleiner Freundeskreis rund um Darwin, zu dem ja auch letztendlich Wallace gezählt werden muss und so weiter. Also Kopernikus, Kepler, Galilei und Sir Isaac Newton und so weiter, all diese Leute sind echte Wissenschaftler. Die haben also entscheidende Erkenntnissprünge in der Menschheit gebracht. So in gewissen Zeitabständen kommt es also so zu solchen Zentraldurchbrüchen der Menschheitserkenntnis, und das ist dann die echte Wissenschaft sozusagen, der harte Kern der Wissenschaft. Dann gibt es ganz viel Geräusch drumherum, das sich gerne auch Wissenschaft nennt, aber wie gesagt, da gibt es die ganze Palette von Pseudowissenschaft, kapitalistischer Afterwissenschaft, zu gekaufter Wissenschaft, korrupter Wissenschaft, karriereorientierter Wissenschaft, karrieregeiler Wissenschaft und so weiter. Und man muss aber unterscheiden, und wenn Greta sagt, listen to the science, sollte sie erstmal sagen, hört auf die echte Wissenschaft, ja? So, und das bedeutet eben, dass also beim Klima zum Beispiel hier die Scientists for Future 2 sich gar nicht äußern, weil sie da keine Fachkompetenz haben. Und wenn sie sich mit Wasser nicht auskennen, sie sind die Scientists for Future 2 sind die reinen Spezialisten für die Gesellschaftsgestaltung und für die Reformierung, das Beenden des Kapitalismus, ja, sozusagen. Aus naturwissenschaftlicher Sicht, und die Scientists for Future 1 sind diejenigen, die zuständig sind für die Klimafrage. Das ist deren Feld, ja, und für Sonnenenergie und alle möglichen Themen, ja. So, also wir haben also echte Wissenschaftler: Kopernikus, Kepler, Galilei, Newton, Gregor Mendel, Alfred Russel Wallace, der zeitgleich mit Darwin, Darwin war vielleicht ein bisschen früher, ja, aber im Prinzip zeitgleich die Evolutionstheorie und damit das Naturgesetz von Mutation und Selektion vorbereitet haben. So, und wer kam nach Darwin? Freud spielt nur eine untergeordnete Rolle, weswegen der keine große Rolle spielt, aber sozusagen... Ja, und jetzt kommen halt die Scientists for Future 2, die ehemalige Bundesministerin, Frau Professor Michaela Döll, eine der besten Ernährungsbiologinnen weltweit und so weiter hier. Und geht es immer weiter, Professor Zoll, ein Friedensforscher, passend zur Friedensthematik. Professor Manfred Mertens, einer der Präventivdenker, der aus der Atomreaktorsicherheitsfragestellung kommt und dort gesehen hat, dass man natürlich Unfälle präventiv verhindern muss und nicht immer nur hinterher reparieren muss und so weiter. Also Professor Panse, auch im Bereich Management, Psychologie und Soziologie. Professor Strube, einer der besten Philosophen der Erde, der aufgeschlossen ist dafür, dass die Naturwissenschaft und die Evolutionsbiologie natürlich selbstverständlich kompetent hineinzuziehen in das Philosophieren hinein. Dr. Med. Ludwig Manfred Jakob, einer der besten Ernährungsmediziner der Welt. Und so sehen Sie es, und Professor Paraskevopoulos, der uns immer wieder gemahnt an das Thema: Ist bedingungsloses Grundeinkommen eine gute Geschichte oder ja oder nicht und so weiter, und wie und so weiter. Dann haben wir Professor Ernst zum Beispiel, der uns daran gemahnt, die als Physiker sozusagen ganz präzise zu arbeiten und bloß nicht zuzulassen, dass die neuen Systeme sozusagen ineffizient werden oder das Gegenteil zulassen. Und so geht es immer weiter. Und hier unsere Literaturliste, also wir beziehen uns auf alle großen Namen der Weltgeschichte, der Forschung, also die ganzen echten Wissenschaftler der letzten 1000 Jahre, ja. Das geht hier los, ganz oben nochmal, ich gehe nochmal ganz oben hin, da fangen wir an. Professor Richard Dawkins, der zurzeit weltberühmteste und weltweit TV-bekannteste Evolutionsbiologe. Natürlich ist er
beziehen wir uns auch auf seine Texte und auf seine Bücher und so weiter, auch wenn er noch nicht Mitglied ist, ja. Und so geht es immer weiter. Professor Michalsen, einer der besten Naturheilkundler, bekannt aus Markus Lanz und so weiter. Also das heißt, ihr seht, echte Wissenschaft liefern die Scientists for Future 2. Das sind die neuen Galileis, die nächsten nach Darwin jetzt. Ja? Seit Darwin war also eine große zeitliche Lücke und jetzt haben wir die nächsten nach Darwin, die nächsten Galileis nach Darwin, die Scientists for Future 2 hier vor uns. Jetzt braucht es nur noch zu einem einzigen Satz kommen, wenn Greta über Spanien, über Madrid, jetzt nach, über Deutschland zurückkommt, brauchen nur eigentlich Luisa und Greta einen einzigen Satz sagen in der Pressekonferenz zusammen mit den Scientists for Future 2. Ja, lasst uns doch einfach mal weltweit diskutieren, in jeder Talkshow und überall zum Thema machen. Ist der System Change, der Scientists for Future 2, für uns alle ein Segen? Bringt er uns weltweiten Klimaschutz, in Deutschland 900 Milliarden fürs Klima, Kohlestopp 26 und so weiter? Ist das der große Lösungsansatz oder ist er es nicht? Ja? Und wenn das dann in jeder Talkshow weltweit diskutiert wird, werden wir bald ein Mehrheitsbild kriegen, ein Meinungsbild. Es wird Meinungsumfragen geben. Und wenn dann eine Meinungsumfrage sagt, 60% aller CDU-Wähler wollen diese Reformen, wollen die Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege als erste geldbeschaffende Maßnahme, die uns das Geld für den Klimaschutz liefert. Ja, dann haben wir es geschafft. Dann wird Frau Merkel sagen, ja, warum nicht? Dann soll doch mal meine frühere Kollegin mit ihrer Mannschaft in die Ministerien kommen zu Herrn Spahn und Klöckner und dort die Reformen durchziehen und durchführen. Ja? Und dann haben wir eine Reformierung des gesamten Gesellschaftssystems. Beginnend fängt es an. Vielleicht noch eine Sache, die ich noch mal aufschlagen wollte. Ich mache noch mal die Professoren zu. Zum Beispiel jetzt hier simulierte Wahl. Da kann man dann nachlesen. Aha, der Ansatz der Scientists for Future 2 wurde in einer simulierten Bundestagswahl den Wählern dargestellt. Und bei einer Dauer von 50 Minuten waren es 56%. Der Wähler, und dahinterher wurden die gefragt, warum habe ich denn jetzt so gewählt? Dann haben wir hier die drei ersten Stimmen. Die Aussagen von Herrn Dreistand akzeptiere ich voll und ganz. Das ist der einzige Weg aus dem Dilemma. Das Hinzutreten eines parteilich ungebundenen Beraters könnte für einen Kanzlerkandidaten ein entscheidender Gewinn sein. Also ein Gruß an Habeck und Baerbock. Ja? Die ganze Studie. Alle Wähler- und Professorenstimmen auf der Seite, die Dreisteins Management erstellte. Also da kann man mal draufklicken, dann hat man bei Facebook hat man eine Seite, die das Management gemacht hat. Weiterlesen, das sehen Sie, wurde vorgeschlagen für die Scientists for Future 2. Und dann hier Kommentare. Was schreiben Wissenschaftler über Dreistein? Was schreiben die Bürger über ihn als Pionier der Evolutionsmedizin und Evolutionspsychologie? Was schreiben die Wähler in der Studie mit den 56%? Was schreiben hier die Wähler? Partnerinstitut, das größten, zweitgrößten deutschen Meinungsforschungsinstituts AC Nielsen hier. Psychom ist ein Partnerinstitut von AC Nielsen, arbeitet für, ja, alles Mögliche hier, BFG Bank, Citibank, Deutsche Post, für Nike, für Volkswagen, für Siemens, für alle möglichen haben die schon gearbeitet. Ne? Und dann sieht man diese Studie und dann sieht man hier sozusagen hier die Kondition mit den 44% für Herrn Dreistein. CDU hatte dann noch 18%, Grüne hatten dann noch 11%. Also als es so gewählt wurde, also wenn das Konzept
der Scientists for Future 2 direkt zur Wahl stand, waren es also dann 44% unter 35-minütiger Kondition und unter 50-minütiger waren es dann halt die 56%. Der Sicherheitsspielraum umfasst hier mit 99%iger Sicherheit, würde der bei den tatsächlichen Wählern zwischen 31 und 57 sehen. Wir sehen also eine Bandbreite von etwa 30 bis 60, das sind 30%. Das heißt, wenn wir den 56% der Wert nehmen und mal sozusagen ein 30% darum ziehen, dann könnten diese 56% real vielleicht 40% sein oder eben 70% sein. Irgendwo so, nicht genauer ist die Studie nicht, aber das reicht ja. 40% würden ja reichen, um den Kanzler zu stellen für die entsprechende Partei, die dann kooperieren würde mit dem Ganzen zusammen, mit Fridays for Future und so weiter. Ja? Wobei ich empfehle, Fridays for Future selbstverständlich immer unabhängig zu bleiben, aber bei einer Koalition ruft man ja quasi nur, ist ja nur ein Zweckbündnis. Eine Koalition ist nie eine Liebesheirat, sondern da wird ein Bündnis nur eingegangen zum Zwecke dessen. Und Fridays for Future muss immer unabhängig bleiben und Druck unabhängig machen, auch wenn es dann vielleicht mit einzelnen Parteien zu Koalitionen kommt und mit den Scientists for Future 2 zu einer Koalition kommt. Aber eben ein reines Zweckbündnis, das immer, wobei Fridays for Future immer getrennt bleiben sollte. Aber ohne Koalition wird nichts kommen, es wird das Ergebnis null bleiben und alles, was die Grünen zum Beispiel jetzt angeboten haben, ihre Sprüche von Systemwechsel, das ist alles, da steckt nichts dahinter, weil die gar kein Konzept für einen Systemwandel haben. Den haben nur die Scientists for Future 2. Also ich lese mal vor, Probleme der Gesellschaft gut erkannt, produktive Verbesserungsvorschläge, Probleme gut ausgearbeitet, Verknüpfung von Problemlösungen sehr durchdacht, würde Herrn Dreistein in dieser Form gern als Regierungsmitglied sehen, gute Ansätze für Gesundheitsreform, gute Ansätze für gesellschaftliche Veränderung, freundliche Erscheinung, gute Ansätze, so geht das die ganze Zeit, kann gut zuhören, ist auch anderen Argumenten zugänglich, Verbesserungen im Gesundheitswesen, ethisch geprägt, realistisch, geduldiger Zuhörer, der für kritische Anmerkungen offen ist und so weiter. So geht das die ganze Zeit. Hier könnt ihr also lesen, wie Wähler sagen, diese Form von Systemwandel, diesen System Change, den wollen wir. Ja, und dann sehen Sie Professoren, die sich äußern über das Ausnahmetalent von Dreistein und so weiter jetzt in der Geschichte, der also sozusagen, seitdem er mit den Konzepten der Scientists for Future 2 unterwegs ist, also überall positive Resonanzen erlebt hat sozusagen. Ja? Gut, das war Facebook, dann machen wir das wieder zu. Also, ich schließe ab für heute. Fridays for Future könnte schon seit Mai 2019 schon längst am Ziel sein. Der berühmte Dr. Franz Alt hätte gerne die Moderation übernommen, als wenn es zu einer Konferenz mit Greta, mit Luisa gekommen wäre und so weiter, wo mit Merkel und so weiter, wo alles übergeben worden wäre, symbolisch. Das heißt, die Scientists for Future 2 sind kostenlos bereit, in den Ministerien die Reformen durchzuführen, die den 900 Milliarden Euro 7-Jahre-Plan sozusagen erzeugen. Und hier ist der Satz, wir Fridays for Future bleiben selbstverständlich immer unabhängig, aber wir sollten weltweit überall kontrovers diskutieren, ob der 900 Milliarden Euro 7-Jahre-Plan der Scientists for Future 2 in Deutschland zunächst mal als erster Schritt der alles entscheidende Durchbruch für uns ist oder nicht. Ja, und jetzt sind wir wieder zurück auf der Startseite hier von Scientists for Future 2, The World's Council of Wise People, Weltrat der Weisen, Rat der Weisen, Unterabteilung Scientists for Future 2, Initiative Weltrat, zweite Scientists for Future 2, Initiative Weltrat. Bis zum nächsten Video. Leute, setzt euch ein, engagiert euch, kämpft dafür. Wenn Fridays for Future es nicht schafft zu koalieren mit den Scientists for Future, ein Zweckbündnis einzugehen,
wird, das ist meine Prognose, alles scheitern. Es wird alles umsonst gewesen sein. Alle werden verzweifelt und frustriert sein, weil alles umsonst war. Denn im Moment stehen die Zeichen eindeutig drauf. Ein paar nette Lippenbekenntnisse. Ja, ihr Kinderchen, ihr seht ja, dass wir euch entgegenkommen. Faktisch sagt die Politik, da wir ja kein Alternativmodell zum Kapitalismus haben, wird alles so weitergehen und wir werden die ganze Erde kaputt machen. Und das muss so weiterlaufen. Und der einzige Ansatz ist, die Scientists for Future 2 sagen, nein, wir können morgen den Kapitalismus beenden und können eine menschenfreundlichere, gesündere Gesellschaft und Welt erzeugen. Eine friedliche Welt ohne Kriege und so weiter. Im Moment bereitet unsere Regierung die nächsten Kriege vor. Unsere Ministerin Kramp-Karrenbauer macht sich gerade stark dafür, Deutschland wieder so richtig in Kriege zu verwickeln weltweit, in gewinnbringende kapitalistische Kriege, ne? Richtig schön Geld zu machen durch Kriege. Deutschland hat lange genug pausiert, muss jetzt mal endlich auch wieder hinlangen wie die USA und wie die anderen Länder, ne? Und muss auch noch versuchen, da auch entsprechende kapitalistische Profite zu erzielen. Da auf dem Weg sind wir gerade und das mit dem Klima ist alles eine Alibi-Veranstaltung, sind alles Lippenbekenntnisse. Die einzige Realisierungschance ist die Koalition mit Scientists for Future 2 und deren eventuellen politischen Partnern oder was auch immer und so weiter. Ja? Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!